Jo, alles klar. Die wollen es jetzt so richtig wissen. Willkommen zu Tekken 8. Wenn ihr gerade kein Intro gesehen habt oder das stumm geschaltet war, dann bedankt euch bei Bandai Namco. Denn sie haben jetzt plötzlich richtige Musik und nicht einfach nur Soundtrack-Musik drin. Und wer weiß, wie YouTube das so sieht. Beziehungsweise Leute, die das auf YouTube claimen. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt also endlich bei Tekken 8 angekommen. Ich habe das sogar jetzt einen Tag vorher bekommen durch Mediamarkt. Das ist sehr schön. Das ist das erste Spiel seit Animal Crossing New Leaf, was ich tatsächlich vor Release spiele. Das ist auch wild. Und nein, das scroll ich jetzt nicht alles runter. Das habe ich ja alles schon in der Closed-Demo-Beta-Dings-da-Online-Playtest. Habe ich mir das ja alles schon durchgelesen, natürlich. Deswegen ja, das ist absolut okay. Und ich will natürlich Crossplay. Crossplay ist immer gut. So, und ich glaube, ich weiß nicht, ist das... Geht das überhaupt gerade hier? Scheinbar nicht. Ich habe da nicht die Möglichkeit für mit meinem Bildschirm. Gut. Auf der Aufnahme kann man das auch einigermaßen. Ja, das ist okay so. Das ist okay. So, das sind unsere Speichersymbole oder Ladensymbole. Und Internet. Und er scheint gerade auch laden zu müssen. Denn ich kann es nicht bestätigen. Nun gut. Das Symbol ist ja auch da unten am Start und ich... Ja, hab mich auch mal wieder darauf vorbereitet, hier ein bisschen über die Story nochmal auszupacken. Nochmal grob zusammenzufassen. Also ich habe eine Textdatei noch gehabt, wo ich die Story grob zusammengefasst habe. Ich habe das jetzt noch gröber zusammengefasst. Derzeit sind Wartungsarbeiten in Gang. Ja, weil das Spiel wahrscheinlich noch nicht richtig draußen ist. Deswegen gibt es wahrscheinlich die Online-Funktion noch gar nicht. Aber wir wollen sowieso mit der Hauptstory da beginnen. Und ich bin gespannt, was es überhaupt alles für Modi gibt und so. Das gucken wir uns jetzt alles gleich ganz in Ruhe an. Also, nochmal ganz, ganz kurz, jetzt wirklich, also ich habe versucht, das so runter rationalisieren, wie es möglich ist, möchte ich trotzdem nochmal kurz auf die Story eingehen. Hauptsächlich haben wir zwei Leute am Start und ein dritter eigentlich auch noch, also eigentlich haben wir Heihachi Mishima, wir haben Kazuya Mishima und wir haben Jin Kazama. In der Reihenfolge Großvater, Vater und entsprechend eben Jin, der Enkel, oder Sohn, je nachdem. Und angefangen hat das Ganze damals vor Tekken 1 eigentlich, storytechnisch, als Heihachi sich einfach mal dachte, so, yo, ich schmeiß mal meinen Sohn Kazuya von der Klippe, um seine Stärke zu testen. Der hat aber überlebt und hat ihn dann im ersten Turnier besiegt, ohne jetzt weiter auf die Rahmenbedingungen einzugehen. Kazuya hat also seinen Vater besiegt in einem Turnier und hat dann seine Firma übernommen, die Mishima Zaibatsu. Oder Zaibatsu. Ich habe versucht, auch mir wieder die Aussprachen richtig drauf zu ballern, so wie es im Japanischen wäre, aber ich bin da ja sowieso nicht ganz drin, also keine Ahnung, ob das jetzt alles richtig ist. Kazuya hat jedenfalls dann die Zaibatsu übernommen, ist komplett korrupt geworden. Heihachi wollte die Firma zurückhaben. Ja, während dem Turnier, dem zweiten, hat Jun dann irgendwie mitgemischt. Das war eine Aktivistin und die hat plötzlich dann ein Kind mit Kazuya gezeugt. Das ist der Jin. Und ja, Kazuya wurde vom Teufel besessen, weil er dann Teufelsgen in sich trägt. Heihachi hat ihn besiegt und dann einfach mal in einen Vulkan geworfen. Von dem Tag an war also dann wieder der Heihachi am Start hier bei der Zaibatsu. Es war dann Tekken 3 und da hat er mit seinem Enkel Jin dann trainiert, da er das Blut von Ogre, einer Kreatur, haben wollte, um sich zu einer ultimativen Lebensform zu machen, bla bla bla. Am Ende hat Heihachi Ogre besiegen können und hat dann einfach mal Jin umgelegt, weil er sich dachte, so ja, den brauche ich jetzt eh nicht mehr. Der war aber auch vom Teufelsgen besessen, weil es ist ja der Sohn von Kazuya und Jin ist weg und das... Naja, zieht sich eigentlich durch die nächsten Teile durch. Jin ist immer mal wieder verschollen und taucht dann wieder auf, mitten in einem Turnier. So auch im vierten Teil. Kazuya ist zwar eigentlich in den Vulkan und so gestürzt und ist auch in Tekken 3 deswegen gar nicht dabei. Aber sein Körper wurde offenbar bei einer Konkurrenzfirma, der G-Corporation,
geborgen. Und naja, dann gibt es entsprechend den ersten Clash zwischen der G-Corporation und der Mishima Zaibatsu. Und Jin taucht auch wieder plötzlich mitten im Turnier auf und hat am Ende... Also am Ende, Tekken 4 ist komplett weird. Es gibt einen Dreikampf zwischen Heihachi, zwischen Jin und zwischen Kazuya. Am Ende gewinnt im Endeffekt Jin, flieht dann aber. Und Kazuya und Heihachi werden alleine zurückgelassen. In einem Tempel, der in Tekken 5 dann einfach mal von der G-Corp komplett zerbombt wird. Und Kazuya kann da fliehen. Heihachi ist vermutlich tot, ist er aber natürlich nicht. Weil wer ist hier schon immer richtig tot? Angeblich ist Heihachi jetzt in Tekken 8 tatsächlich wirklich immer noch tot. Ob das so ist, werden wir sehen. Sie haben es schon oft genug nicht gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht wirklich mal langsam an der Zeit ist, dass der Sack endlich mal weg ist für immer. Gut, in Tekken 5 kommt dann nochmal der Vater von Heihachi wiederum dazu. Das ist Jinpachi. Jin besiegt ihn. Viel mehr müssen wir dazu eigentlich auch gar nicht wissen. Jin bekommt dann in Tekken 6 endlich mal die Leitung der Firma, der selber zu. Und Heihachi ist... der lebt noch und will die eigentlich dann auch wieder zurückholen. Der spielt in dem Teil aber eigentlich gar keine Rolle in Tekken 6. Kazuya ist dann am Start bei der G-Corp, der ist quasi dann der Kopf dieser Konkurrenzfirma. Jin und Kazuya haben jetzt also quasi Konkurrenzfirmen, die sich da ja eigentlich auch schon wirklich bekriegen. Ja, das wird eine ganz wilde Geschichte mit so einem Viech namens Azazel und am Ende, naja, eigentlich alles, was dabei rumkommt, ist, dass Jin sich vom Teufelsgehen lösen will, das aber nicht schafft. Und das war Tekken 6. Tekken 7 ist komplett am Abdrehen wieder, weil es da wieder komplett durcheinander ging mit verschiedenen Charakteren. Fakt ist, dass Jin den ganzen Teil überleblos ist, bis am Ende, da steht er dann plötzlich auf und erwacht und das ist quasi auch dann hier der Startschuss für Tekken 8, weil Jin will dann eben Kazuya bekämpfen. Was weiter in Tekken 7 passiert, ist eigentlich jetzt bezüglich Jin und Kazuya, nicht wichtig. Fakt ist aber, dass Heihachi von Kazuya umgebracht wird, angeblich am Ende von Tekken 7 und deswegen jetzt nicht mehr dabei ist und nicht mehr lebt. Aber das... wurde halt schon oft behauptet. Und es ist doch unglaublich lang geworden jetzt. Und sau verwirrend, falls ihr keine Ahnung von Tekken habt. Aber das ist das Beste, wie man eine Story von Tekken zusammenfassen kann, ohne jetzt auf ganz, ganz viele Details einzugehen. Und jetzt reicht's auch. Ich bin gespannt, was die Story jetzt wieder abfuckt hier. Also, wie fucked up die Story jetzt wird. So rum klingt's besser. Und was überhaupt hier alles möglich ist in dem Spiel. So. Ich habe mir auch aus der Demo oder aus der Network Test Beta noch aufgeschrieben, was es hier noch für Neuerungen gibt. Ne, es gibt immer noch die Rage Art, die in Tekken 6 das erste Mal drin vorkam oder Tekken 7. Ich glaube, in Tekken 6 kam sie schon vor, aber ich weiß es nicht genau. Und das Heat-System ist jetzt hier neu. Das ist in gewisser Weise, wie es funktioniert, ähnlich, denn es macht einen stärker. Aber im Gegensatz zum Rage kann man das eben, wann immer man Lust hat, aktivieren. Und Rage war eben immer nur, wenn man kurz vorm Verrecken war. So, das ist es jetzt auch im Endeffekt. Wir haben einen Story-Modus. Ach hier, das ist einfach alles, okay. Ich klicke jetzt hier mal lieber so durch, dann sieht man es ganz konkret. Das sind jetzt tatsächlich diese Arcade-Geschichten, wie es scheint. Also wirklich für jeden Charakter eigene Story. Und das ist wirklich der Hauptstrang. Das ist das, was ich auch immer früher in den Tekken-Teilen kritisiert habe, dass man nicht weiß, was ist jetzt eigentlich angeblich wirklich passiert in einem Turnier. Und was sind die einzelnen Stories, wenn jemand gewonnen hätte, obwohl er es eigentlich nicht hat in der Realität. Also das hat man hier offenbar auch wieder besser aufgeschlüsselt. Das finde ich gut. Okay. Hier irgendwie wirklich was in Spielhallen, wie hier unten steht. Sehr interessant. Bin ich gespannt, was das sein wird. Arcade-Kampf. Gut, da ist vielleicht die Story einfach überhaupt nicht mehr relevant. Ich weiß es nicht. Versus ist klar. Training ist klar. Tekken Ball ist wieder am Start. Das soll wie in Tekken 3 sein. Ich bin auch da sehr gespannt drauf. Hier können wir alles anschauen und online erklärt sich, glaube ich, an sich von selber. Es gibt Turniere, cool. Aber werden wir sicherlich nicht in einem Part machen mal. Ja, Anpassung. Es gibt noch eine ganze neue Geschichte an diesem Release. Und zwar gibt es hier so eine Meta-Welt, Metaverse-mäßig, wo man hier seinen eigenen Kara erstellen kann und rumlaufen kann. Das wird hier unter Avatar-Anpassung dann gemeint sein. Und hier kann man sich irgendwie Wiederholungen offenbar speichern. Hier, Kampflaunch, genau. Das ist das, wo dieser Avatar, ja, im Endeffekt benutzt wird. Aber scheinbar ist das gerade eben noch nicht verfügbar. Gut, dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal mit der Story los, endlich. Und man kann Spezialstile nutzen. Genau, das ist so eine Art Hilfefunktion, habe ich mir extra nochmal aufgeschrieben. Genau das gleiche Pop-up kam nämlich auch am Ende der
Beta. Man kann im Endeffekt damit leichter die neuen Sachen nutzen. Also Rage Art und Heat. Wobei Rage Art nicht mehr so neu ist. Heat ist jetzt komplett neu. Ich werde ihn ausschalten, habe ich auch damals gemacht. Erfahre mit den Kurzfassungsfilmen mehr über den Verlauf der Mishima-Saga. Nö. Ja, ich weiß nicht. Ich mach den jetzt auf jeden Fall. Ich klicke den mal durch. Ich guck mir mal an, was da jetzt genau steht. Weil mich das schon interessiert, wie das genau aussieht. Kurzfassungsfilm. Das sind die Zusammenfassungen, die ich jetzt gerade quasi mündlich gegeben habe. Das sind wirklich Filme, ja? Ich weiß auch nicht, das gab's auch schon mal. Ich glaube in Tekken 7. Und ich glaube, das ist im Endeffekt genau das, was die jetzt hier anbieten. Nur, dass es jetzt eben zusätzlich noch Tekken 7 gibt. Ich glaube, das ist das. Ja, well. Also mit diesen Filmen ist man auf jeden Fall auch gut bedient. Ja. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, ich sollte mich im Endeffekt jetzt auf das Spiel langsam verlassen und nicht mehr selber diese Zusammenfassung geben, aber was soll's. Gut. Hier haben wir noch irgendwelche anderen Sachen, weil wir jetzt direkt in der Galerie gelandet sind. Ich will jetzt aber wirklich mit der Story loslegen. Mein Gott. Ja, der Anfang eines neuen Tekkens ist immer wild. Tut mir leid. Schwierigkeitsgrad wird für Spieler empfohlen, die die Story spielen möchten, ohne sich Sorgen um ihre Kampfkunst zu machen. Ganz ehrlich, ja. Ganz ehrlich, ja. Warum soll ich es auf normal oder auf schwierig durchspielen? Nö. Gibt keinen Grund. Zusammenstoß der Sterne des Bösen. ラス司令、間もなくオペレーションライトニングを開始します。三島平八が消えてから半年、ようやく掴んだチャンスだ。ああ。今日こそ世界の敵を撃つ。全てはあいつにかかっている。 世界に戦争の種をばらまいた大罪人が今更何の用だ。三島、カズヤ、お前の存在が世界に争いを抜かせ、その戦争を始めたのは貴様だろう。全て デビルの血を根絶するためだ。貴様は自分自身すら否定するか。愚かだ、風間陣。黙れ。 Es geht direkt los, alles klar. Aber was heißt direkt? Aber wir werden direkt innerhalb einer Story-Sequenz hier in einen Kampf geschmissen. Das gab es auch schon am Ende von, also mindestens mal am Ende von Tekken 7. Und mein Gott, sieht das Icon von Kazuya episch aus. Ich achte gerade kaum auf den Kampf tatsächlich. So, und ich könnte doch jetzt jederzeit theoretisch Heat einsetzen, oder? Würde ich mal versuchen. Ja, tatsächlich, genau. Mit R1 kann man das nämlich machen. Und mit R1 kann man dann auch eine richtig krasse Final-Kombo quasi machen. Der wir jetzt Kasia auslöschen können. Oder so.
Oh nein! Ich habe tatsächlich gerade beides gedrückt. Weil ich einfach nur irgendwas gesehen habe, was Quicktime-mäßig los ist. Das finde ich spontan schon mal gar nicht so geil, weil ich hasse Quicktime-Events. Aber nun gut. Was bleibt mir anderes übrig? Ach so, ich habe ja noch, warte. Ich habe ja immer noch Heat. Normalerweise wird das eigentlich durch das Ausführen dieses Heat... wie nennt sich das? Heat Smash? Wird das beendet, dachte ich, aber ist irgendwie gar nicht so. Man kann es durch R1 quasi aktivieren, das Heat. Das nennt sich dann Heat Burst. Man könnte theoretisch auch das immer über eine Combo machen. Ich find's schön, wie man sehen kann, wann es zwischen Cutscene und also rendered Cutscene und dann halt in-game Cutscene wechselt. Ich habe jetzt natürlich auch keine Option bisher vorgenommen oder irgendwas. Wir lassen uns einfach mal auf dieses ganze Gemetzel hier ein. Also Gemetzel ist ja eigentlich nicht richtig, auf diesen ganzen Kampf. Ich finde es spannend, dass ich gerade offenbar in der Devil-Jin-Form bin. Kazuya aber noch nicht, also in seiner Devil-Form. Das ist halt schon unglaublich geil, ne? Also unglaublich episch gemacht. Aber das ist auch so ein bisschen das Problem, was Tekken natürlich hat. Danke, dass ich jetzt durch die Trophäe die Energieleiste von ihm nicht mehr richtig sehe. Man hat eine Welt aus Superlativen geschaffen, die man halt immer überbieten muss. Ich meine, einer wurde in einen fucking ausbrechenden Vulkan geschmissen und hat überlebt. So, Digga, wie will man diese Charaktere töten? Das geht halt quasi eigentlich nicht. Was natürlich auch teilweise ein bisschen kacke wäre, weil das... Diese drei Charaktere und wenn Herz jetzt wirklich weg ist, halt nur noch diese beiden Charaktere, machen ja die Reihe aus. Also es wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn die eben keine Plot-Armor hätten. Aber es ist halt trotzdem dieses Problem, wie will man das immer überbieten? Ja, okay, ich meine, Jin kann jetzt Kazuya tatsächlich einfach mal durch so ein riesen Hochhaus einfach mal ballern. Von oben nach unten, aber... Dadurch verringert er wahrscheinlich auch nicht. So, es ist wild. So, und ich muss mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen konzentrieren hier. Weil der Herr Mishima ist jetzt gar nicht mal so schlecht unterwegs gerade. Vielleicht müssen wir es auch verlieren, ich weiß es nicht. Kann natürlich auch sein. Will ich es aber mal nicht vermuten. Also konzentrieren wir uns ein bisschen. Vielleicht. Maybe. Und ich habe immer die Angst, dass ich jetzt irgendwie wieder in Quicktime-Events reingeworfen werde.
血を引いていながら、この程度か。俺を殺さなければ、より多くの人間が死ぬことになるぞ。クソ、俺はまた守れないのか。 Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile. Ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment.全世界の人類に告げる。貴様ら人類は武器や兵器に頼りすぎ軟弱な生物と化した。この世界を牛耳っているのは自ら戦うことを忘れた弱者どもだ。臆病者が作った社会や領域になぜおとなしく従う。 バカバカしい。目を覚ますがいい。くだらぬ世界のルールを俺が書き換えてやる。 ふん！ あの部隊との通信途絶。軍事衛星が次々と撃墜されています。俺が支配する世界で 生きる資格があるのは力を示せる者だけだ。ここに俺はザ・キング・オブ・アイアン・フィストトーナメントの開催を宣言する。強き者はトーナメントに集え。己の拳で栄光を勝ち取るがいい。 ただし、力を示せぬ弱者は国ごと消えてもらうことになる。さあ、全人類よ、世界を闘争で満たせ。 俺は負けたのか。
So, an dieser Stelle werde ich jetzt mal kurz unterbrechen und glaube, vielleicht könnte es sinnvoll sein, tatsächlich Parts nach Kapiteln zu machen. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein krasser Start und es klingt einfach echt irgendwie sehr final so fast. Also dieses, tretet an, aber wenn ihr verliert, dann wird eure ganze Nation quasi ausgelöscht. Das ist, ja, das ist genau diese Art der Superlative, die ich meine. Und das klingt halt einfach... Das klingt, als könnte das nicht mehr krass getoppt werden. Außer das ganze Universum spielt irgendwann im Weltall. Ob da überhaupt noch ein Nachfolger kommt? So ganz spontane Überlegungen, wenn ich mir diesen Beginn der Story hier anschaue. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool. Ich werde aber das gleiche Problem haben wie auch bei Tekken 7, dass ich nicht weiß, wann ich sonst Schnitte setzen soll. Das heißt, wir werden jetzt einfach nach jedem Kapitel wahrscheinlich erstmal beenden oder vielleicht auch mal zwei in einem Part machen, mal gucken. Und werden definitiv erstmal mit der Story jetzt beginnen hier in diesem Let's Play. Und ja, halt im Endeffekt nur diese Story-Zwischenkämpfe haben. Aber egal. Daraus besteht Tekken eben auch. Vielleicht werde ich aber zwischendurch trotzdem schon mal ein bisschen so spielen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Also vielleicht privat, vielleicht nehme ich euch dann in den ersten Matches mal mit. Ich muss mir immer was überlegen. Aber an der Stelle mache ich jetzt auf jeden Fall mal den ersten Schnitt. Was ich auch so toll an Tekken finde, ist, man kann sich im Endeffekt... Es ist relativ egal, auf welche Seite man sich schlägt, wenn man sich auf eine Seite schlagen will, weil alle sind irgendwie kacke. Ich bin ja aber trotzdem immer noch so ein Jin-Sympathisant irgendwie, weil ich ihn einfach cool finde. Und er halt noch irgendwas Menschliches hat, im Gegensatz zu Kazuya. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, nur weil der im Wasser versinkt, heißt das ja absolut nicht, dass er tot ist. Das hat Tekken auf jeden Fall gelehrt. Auf der anderen Seite, ja... Er hat natürlich auch nicht die Chance wahrgenommen, wieder von seinem Teufelsgehen gerettet zu werden. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Oder ob das vielleicht, ja, gar nicht krass weiter behandelt wird in diesem Teil. Ich lasse mich überraschen. Ich denke, ich werde tatsächlich einen kleinen Zwischenpart einschieben. Und ja, das irgendwie ein bisschen parallel versuchen zu machen. Ey, keine Ahnung. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen, wie ich es im Endeffekt mache. Und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin bei Tekken 8 dabei bleibt. Mit Kämpfen, mit Story, mit allem, was eben zu einem Tekken dazugehört. Und sicherlich auch irgendwann mal, ja, online spielen und gegebenenfalls auch Streams oder
einfach Parts dazu mal gucken. Bis dann, sage ich aber erstmal, ciao.